Achtung! Platziert. Hä? Ich dachte, der Play-Eimer geht kaputt. So, hallo Leute, willkommen zur dritten Folge Minecraft Age of Engineering. Wir haben hier noch Pork-Chop. Wir brauchen ein paar Kisten. Und deshalb werden wir uns hier ein paar Kisten machen. Zumindest für zwei große reicht. Nein. Das Becken ist weg. Jetzt haben wir natürlich auch keinen Spawnpoint mehr. Aber den kriegt man dann auch wieder. So, weil wir müssen ein bisschen Platz machen. Nur so viel Zeug schon gesammelt. Ender Lily Seed zum Beispiel in der letzten Folge. Rice Seed, andere Seeds, Coffee Beans. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Irgendwie gab es eine Tastenkombination. Coffee Maker. Cup with Coffee. Coffee Maker. Ja, der braucht bestimmt Strom, also wird das nichts. Basic Coil. Oh. Ich krieg jetzt schon die Krise, wenn ich daran denke, dass ich Technik-Noob hier Technik machen soll. So, wir brauchen ein paar Sachen ganz dringend. Das wäre unter anderem mal Wasser. Ne, nicht Wasser. Wie viel Schafe es hier gibt. Mit was kommen die denn? Mit was folgen die mir? Mit Weizen, glaube ich. Achso, wir hatten auch überlegt, ob wir uns eine Treppe bauen. Das könnten wir jetzt eigentlich gleich mal in Angriff nehmen. Ich meine, nachdem wir jetzt erfahren haben, dass wir sowieso nicht so schnell an unsere Materialien kommen, müssen wir uns da ja vorsehen, dass wir bequem hoch und runter kommen. Das wird natürlich auch ein Ausweg dann für unsere Tiere hier oben sein. Ich weiß gar nicht, wo ich runtergehen soll. Ich glaube, ich gehe hier an dieser Ecke. An dieser Ecke gehen wir runter. Ah, ich wollte gucken, ob es hier Carpenter-Blöcke gibt. Ja. Nein! Gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Das ist schade. Oh, Carpenter-Blöcke sind so geil. Ich könnte eigentlich Minecraft zocken nur mit Carpenter-Blöcken. Ich bräuchte gar keine anderen. Guck mal, das reicht doch nicht. Ich schubs dich jetzt da rein. Wenn du nicht gehen willst, dann schubs ich dich. Erstes Schaf ist eingefangen. Ja, Wolle kann man immer brauchen. Deshalb sollen die Schafe da rein.
Boah, voll ins Bett gesprungen, Alter, dass das nicht kaputt gegangen ist. So, hier haben wir noch ein Schaf. Auch nur eins. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Wir wollen jetzt erstmal unsere Treppe weiterbauen. Weil sonst müssen wir immer hier hochrennen, springen, irgendwie über irgendwelche komischen Wege. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Ich möchte bequem nach Hause kommen, ne? Und nicht dann voll außer Puste sein, wenn ich da den Berg hochrennen muss. Es gibt ein Heidenstück Arbeit hier, schön zu bauen. Also es ist auch so ein bisschen die Servervorbereitung. Deshalb auch in der Nähe vom Spawn zu bauen. Und wahrscheinlich, also so ein bisschen ist der Plan. Ich meine, wenn ihr andere Vorschläge habt, dann schreibt mir einfach. Dann zu sagen, man macht für jedes Age eigentlich einen neuen Raum. So, dann ist eigentlich ist hier auch der Weg, ja? Weil wir müssen ja dann noch eine Mauer bauen. Ich mach jetzt mal gerade die Erde hier. So. Das wird ein Palast, eine Palast, 2, die Matte, Wand. 2, 4 Wand. So. So wird es sein. So, jetzt haben wir die Grundlage für die Treppe. Jetzt können wir mal kurz nach unserer Farm gucken. Hier gibt es noch Output. Aber wie gesagt, ich habe vergessen, eine Axt zu machen. Hier wächst ein bisschen was. Schön drüber springen, dass wir das Feld nicht kaputt machen. Ein Eimer wäre natürlich cool, aber gibt es ja auch nicht. Wir können uns nicht einfach einen Eimer machen. Aber wir könnten mal gucken, ob es da irgendwo Clay gibt. Die Clay brauchen wir auch. Gibt's Road? Black Concrete Road. Black Plastic Road. Okay. You move a bit faster on it. Ja, also es gibt Straßen. Wie komme ich an den Smooth Brown Zone? Red Sand. Ja, jetzt uns zurück bitte. Red Sand und Redstone. Ach, das ist Redstone. Okay. Wie hieß das andere? Concrete hieß das, ja. Concrete, genau. Warte, wir waren auf der Suche nach Clay. Das muss nämlich, wenn, dann irgendwo hier sein. Ja, das ist Erde. Da ist Clay. Geil, dass das so schnell, dass wir das so schnell gefunden haben. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen was trockenlegen.
Ja, da haben wir ja genug. So. Gut, aha, raus da. Nein. Oh, jetzt hat sich das aufgehängt. Darf eigentlich nicht sein. Ja, der PC ist gut genug. Ja, wir haben ein bisschen Gravel gefunden, Clay gefunden, das ist gut. Und hier geht's. Wo geht's dahin? Keine Ahnung. Okay, also Schafe hat es hier. Das ist unglaublich. Ist das nochmal Clay? Ist das etwa Clay? Ja, das ist Clay. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man so Abbauflächen hat, aber für Clay ist es einfach sinnvoll. Geh doch mal weg, Mann. Gib mir vorher noch ein bisschen Fleisch. Und du auch. So, warte mal. Hier. Komm noch ein bisschen. Was war jetzt? Irgendwas geploppt. So, ich baue jetzt hier einfach kurz zu, dann kann ich nämlich den Clay ohne Wasser viel besser abbauen. Es ist zwar aufwendiger, aber am Ende eigentlich trotzdem schneller. Das Wasser hier her. Da war noch ein Wasserblock. Und das ist gut, Clay. Das ist eine ordentliche Menge eigentlich. Irgendwo hier war noch mehr Wasser. Gut. Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn man so Löcher macht. Aber was hätte ich tun sollen? Buddel das jetzt wieder einfach so zu. Und irgendwann fällt vielleicht einer rein. So, wir haben einiges an Clay. Da hinten ist noch mehr Clay. Ist schon ganz gut, ja. Aber wir müssen ja auch jetzt nicht. Ach so, was wollte ich denn? Ich wollte mit dem Clay wollte ich einen Bucket bauen. Clay. Unfired. So easy ist es. Dann holen wir uns doch mal schnell ein Holz. Dann können wir nämlich gleich Wasser mit hochnehmen. Ja, wir holen kurz von dem Oakwood, den ich da angepflanzt hatte.
Das ist sowieso die Chose braten. Aber wir haben glaube ich schon wieder bald Nacht. So. Kurz ein Bratding-Tisch. Kann man immer gebrauchen, ja? Wolle. Können wir uns hier auch noch ein Bett machen. Unser kleines Landhaus hier unten. So, guten Morgen. Also, wir machen uns jetzt noch kurz zwei Eimer. Einen Ofen. Und weil... Dann kann man das einfach machen. Dann können wir uns oben schon eine unendliche Wasserquelle machen und oben auch schon ein paar Felder anlegen. Hier ist... Wo habe ich bitte das... Achso, ja, stimmt. Oh, da ist schon eins. Aha. Gut. Achso, muss den Bucket rausnehmen. Clay Buckets sind nur einfach benutzbar. Ja, das ist der Nachteil. Also ich kann den jetzt einmal benutzen und dann ist der weg. So, jetzt gucken wir, dann nehmen wir das Weizen und wir gucken mal, ob der uns folgen will, beziehungsweise ich glaube, der ist viel zu langsam, der Schaf. So. Ja. Aber guck mal, hier oben. Wie viel Schaf es da gibt. Ah, du auch, komm. Wir kommen jetzt alle mal mit hier. Ja, und dann fallen die alle mal schön hier rein. Gut. Hätten wir geschafft. 2, 4, 5 oder 6 oder wie viele auch immer drin sind. Wir holen noch ein paar. So, Schafe haben wir genug. Wasser. Machen wir glaube ich mal auf die rechte Seite hier oben. Oder wir machen es hinten dran. Wir machen es hinten dran. Und dann war es auch schon wieder von dieser Folge Minecraft Age of Engineering. Ich finde es sehr cool. Ja, so Age of Empire, bla. Engineering ist auch cool, muss ich echt sagen. Können wir mal weggehen? Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. War sehr zuvorkommend von dir. So. Achtung. Platziert. Hä? Ich dachte, der Play-Eimer geht kaputt. Der ist aber ganz geblieben. Ist ja geil. So. Also, dann leere ich mal wieder meine Taschen hier aus. Wir werden nächste Folge auf jeden Fall dann hier oben noch Felder anlegen, denke ich. Oak. Da sind die Oaks gewachsen, aber wenn auch nicht so groß, ist aber egal. So, unendliche Wasserquelle haben wir auch schon hier oben. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Gerne auch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.